Guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Binding of Isaac. In den letzten Tagen habe ich ja relativ viel im Stream gespielt und ich habe mir so überlegt, wir spielen Napoleon. Das ist jetzt aber schon ein paar Mal scheiße gelaufen. Also spielen wir die Pong-Challenge nochmal. Die habe ich zwar schon im Stream gespielt, aber die können wir jetzt auch nochmal in der Aufnahme spielen. Ich meine, in der Aufnahme ist ja alles nochmal ein bisschen anders als im Stream. Alles ein bisschen so gechillter. Im Stream ist alles ein bisschen anders. Ich habe ja auch in den letzten Tagen relativ oft gestreamt. Es hat mir auch relativ viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich jetzt auch ein bisschen besser geworden bin. Und auf einige Dinge mehr achte, zum Beispiel, dass ich diese Scheiß... Ich habe ja in dem Aufnahmeprogramm, beziehungsweise in dem Encore, den ich nutze zum Stream, OBS Studios, hat man ja verschiedene Szenen und die kann man so einstellen. Und da habe ich so eine Szene, die heißt Unterbrechung. Und da kommt so, also wenn ich zum Beispiel weggehe oder so, da kommt da ein Bild, mein Mikrofon wird deaktiviert und die Facecam, wenn ich ihn habe. Und man sieht als Zuschauer nur so ein Bild, wo steht Intermission, I will be back soon. Und da habe ich mal, wo ich das erste Mal gestreamt habe, das Ausfilmen vergessen rauszumachen. Das war gar nicht so gut, du da. Ja, solche Fehler passieren mir jetzt halt nicht mehr. Und es geht halt. So, die Challenge sieht man schon, man hat einen Schuss, der fliegt durch den ganzen Raum übelst krass durch. Hier spreng ich, weil die scheiß Portale assig sind. Okay, haben wir schon mal den ersten Devil hier versaut. Ja. Und wir müssen die Challenge bis zu Mom spielen. Quatsch, bis zu Isaac. Also, Mann, bin ich bescheuert, bis zum Blue Baby. Und deswegen, und es gibt keine Itemräume, also können wir uns eigentlich konzentriert einfach nur durchwaschen jetzt. Die Challenge geht doch nicht allzu lange. Können wir noch was Schönes machen. Und ich habe sogar einen Devil Deal gekriegt, aber nur Schrott. Also heißt es wahrscheinlich, wir kriegen Angel Deals. Pillen nehme ich jetzt nicht mit. Das Wichtige bei der Challenge ist auch, dass man seine Stats wie Angriff und Tiers gar nicht verändern kann. Man kann nur Shot Speed verändern und zum Beispiel die Range und so. Aber, ach du Scheiße, was ist denn das für ein Assi-Raum? Die müssen wir alle einzeln killen, jetzt komm her. Man kann die Stats nicht verändern, das habe ich rausgefunden im Stream damals. Also lohnt sich es auch nicht. Also wir brauchen eigentlich braucht man wirklich nur Leben in der Challenge. Man ist stark genug von Anfang an, man kann es eh nicht verändern. Shot Speed Up ist gar nicht so gut, finde ich. Range Up geht so, ist eigentlich, weil die dann länger fliegt und man kann zum Beispiel zwei dann gleichzeitig im Raum haben. Aber sonst ist eigentlich alles scheiße von den Stats. Eigentlich sollte alles so bleiben. Wir haben jetzt genug Range. Wir haben eigentlich auch genug Speed jetzt. Ach du Kacke. Schieß, schieß, schieß. Ja, gut, ich konnte nicht spawnen. Und wir haben eine Bombe für den blauen Stein. Easy. So. Also, wenn ihr Bock habt auf The Binding of Isaac, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr ja mal im Stream vorbeischauen. Ach toll, du Kacke. Da spielen wir eigentlich auch nur Binding of Isaac. Bis jetzt. Weil ich noch keine andere Chancen habe, irgendwas zu streamen. Online-Games sind eh nicht so gut, weil es ist mit der Internetleitung. Na, muss man mal ein bisschen gucken. Gut, den hat man. Wir müssen jetzt natürlich versuchen, mal nicht getroffen zu werden, wegen der Devil die Chance. So, das ist auch ein komplett einfacher Raum, weil wir so schnell sind. Man darf dann natürlich auch nicht zu schnell werden, weil man sonst nicht ordentlich mehr laufen kann. Ach doch, Shot Speed scheint doch gut zu sein. Obwohl ich gar nicht mehr habe. Hä? Wieso wissen die Trainer jetzt auf einmal so schnell? Also Shot Speed ist doch gut. Also es geht. Es hat Vorteile und Nachteile. Sag mal so. So, die Trollkiste. Sowas Dummes, das gibt es nicht, dämlichen Trollkisten, wenn man da. Also, das sieht aus wie eine. Also, man kann das erkennen, die war gerade dunkler. Ich habe es doch erkannt, dass es irgendwie anders aussieht, aber ich habe nie gewusst, dass es eine Trollkiste ist. Die ist so ein bisschen dunkler, und wenn man da nah rangeht, verwandelt die sich in so eine Stachelkiste, wo man halt ein Herz abgezogen bekommt. Das ist für Leute, die greedy sind, nicht gut. Und es gibt jetzt auch den neuen Greedier Mode, den haben wir im Stream auch schon ein paar Mal versucht. Der ist aber ein bisschen ganz schwer. Also. Das ist wirklich die Krönung aller Krönungen. Das ist wirklich von der Schwierigkeit extrem hoch. Bis zum Endboss bin ich zweimal mit Lilith gekommen, aber den habe ich dann auch nie geschafft, weil ich einfach zu schwer schlecht war. Weil im Creed-Mode bekommt man weniger Geld als im normalen Creed-Mode. Man bekommt die Gegner spawnen schneller. Es gibt insgesamt eine Wave mehr. Und das Wichtigste ist, die Womb-Ebene ist komplett abgefuckt. Also die Womb-Ebene, da kannst du gleich alles vergessen. In der Womb-Ebene, das ist die Zeit, also im Creed-Mode ist ja so, dass man auf so einen Knopf drückt und dann spawnen solche Waves. Und die Zeit zwischen den Waves ist dort eine Sekunde oder so am Anfang. Das wird dann zum Schluss hin ein bisschen langsamer. Also die spawnen dann irgendwie, also normal dann so. Aber das ist nur auf dieser Womb-Ebene so. Auf den anderen Ebenen ist das komplett normal. Verstehe ich nicht, warum die das auf der Womb-Ebene so schnell gemacht haben. Ja, gut.
Wir haben jetzt ein Herz gekriegt, das ist sehr gut. Können auch. Nein, wir gehen nicht in den Raum rein. Wir hoffen auf den Devil Deal. Wenn man genug Räume, man sieht ja doch die Chance bei dem. Vom game-internen Stats-Anzeige-Ding da. Wenn man ein paar Räume. Also. Jeden Ebene, wo man keinen Devil Deal gekriegt hat, erhöht sich die Chance, bis dann auf irgendeiner Ebene 100% sind. Und dann ist es so lange 100%, bis man einen bekommt. Also, wenn man getroffen wird, wird es auf 36% verringert, wenn man 100% hat. Und es kann dann halt passieren, dass es nicht mehr klappt bis zum also bis zu Glyphs. Los! Ja. Nehme ich mal mit. Top! So, auf. Ja. Lol. Alter, wie schnell ist denn das Ding? Wie viel Shots? Ich habe 16 Shotspeed. Wieso war denn das gerade so schnell? Jetzt, also, da wird schon assig. Jetzt komm. Ich muss noch eine Bombe legen. Ah, die Portale sind in der Mod, also in der Challenge richtig scheiße. Übrigens, das oberste, das umgedrehte Kreuz heißt nicht die Chance auf Devil Deals, das ist die Chance auf insgesamt Deals und die unterste ist heißt, wie viel von den 18% sind Chance auf Angel Deals? Sind 50%, weil wir noch keinen Devil Deal mitgenommen haben, beziehungsweise noch nichts gemacht haben, was die Chance erhöht. Wenn man Devil Deal mitnimmt, ist es logischerweise 0% und wenn man irgendwas macht, was die Chance erhöht, ist es dann mehr als 50%. Also wenn man zum Beispiel so ein Schlüsselteil einsammelt, das erhöht ja auch die Chance. Das sind 67,5% dann, glaube ich. Genau. Wenn man hier so einen Jobkeeper sprengt, das kann man ja machen, dann erhöht sich nicht nur die Devil-Deal-Chance, sondern die Chance vom Angel-Deal gleich mit, weil die Chance wird ja nicht geringer. Sehr logisch. Das sind ja dann trotzdem weiterhin 50% von den 23. Komm. LOL, oh, easy. So. Wir haben jetzt schon relativ viel Leben bekommen, das ist gut für die Challenge. Und es ist auch ganz schön, wenn man die Träne, man hat ja jetzt den Bouncing-Effekt, also Rubber Cement und durchdringende Tiers. Den Pfeil, also dass sie durch die Gegner durchfliegen. Und das ist komplett random irgendwie in der Challenge. Normalerweise dürfte der Rubber Cement dann nur an der Wand ausgelöst werden mit den durchdringenden Tränen, aber manchmal prallt die Träne auch an Gegnern ab. Das ist komplett random, das habe ich noch nie verstanden, wann. Manchmal ist es, ich dachte am Anfang, das ist so, wenn die irgendwie da sterben, prallt die ab, aber nee. Das ist komplett random, wir warten kurz. Man kann wieder schießen, ungefähr, wenn die wieder weggehen, die Träne. Komm raus. Genau. Siehst du, jetzt ist er abgeprallt und jetzt wieder. Die prallt noch manchmal ab. Sinnvoll, das ist scheiße. Gut, ein bisschen Range, aber auch sonst ist es Damage ab, hat man gesehen, hat nichts gemacht. Bringt nichts. So, Necropolis Curse of the Unknown. Das heißt, wir haben keine Herzanzeige, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Weil wir eh genug Herzen haben. So. Challenge haben wir gesagt schon im Stream geschafft. Wir waren da relativ OP. Ich kann auch noch die April Fools Challenge machen. Also die Challenge, wo alles random ist. Joker? Proof Damage. Mach ich. Können wir noch das mitnehmen? Und das. Und den Schlüssel können ja eh nicht spenden, deswegen können wir unser ganzes Geld auch einfach raushauen. Haben schon 8 Schlüssel. Wir gehen ja in die Chest-Ebene, da ist es relativ gut, viele Schlüssel zu haben, weil wir dann die 4 Kisten mit den Items am Anfang öffnen können. So, eine Bombe bekommen wir zurück, also können wir das ruhig machen hier. Und Counter-Festplan. Ah, nehme ich das mit? Nein. Ich nehme das mit. Das bringt uns immer, wenn wir einen Kackhaufen zerstören. Random in der Fliege, das ist relativ gut, finde ich. Können auch noch ein gutes Base-Item finden, zum Beispiel das, was uns eben manchmal schützt oder so. Also, der uns immer schützt, wenn man es aktiviert. Schützt ja nicht noch manchmal. Das können wir zum Beispiel finden, das ist relativ gut. Oder irgendein Item wie Tammy's Head wäre bestimmt richtig OP. Tammy's Head. Oh Gott. Oh Gott. Komm, ja. Wie viel Geld man irgendwie findet. Ja, aber in der Challenge ist auch gar nicht so schlimm, dass es gar keine Itemräume gibt, weil man hat halt schon genug so ganz von Anfang an. Man hat hier übelst krasses Tier, hier übelst krassen Damage, mehr Damage geht nicht. Zumindest in der Challenge nicht, also es ist eigentlich komplett egal. Wie gesagt, man muss einfach nur Leben finden. Und das habe ich ja bis jetzt auch schon. Wir müssen uns auf jeden Fall merken, dass wir das Polaroid... Ach genau, Brownie! Von Brownie gibt es jetzt so eine neue Superform. Da kommen solche
Charger raus, also solche Käfer, die auf dich zustürmen. Okay, easy win. Wenn ich das Pentagramm mitgenommen habe, weiß ich auch nicht so genau. Aber das ist ein easy win. Also wenn wir das jetzt haben, ist es eigentlich gewonnen. Mal ganz ehrlich. Wir haben zwar noch ein halbes Herz, aber das ist mir komplett egal, weil wir jetzt neu mal wiederbelebt werden können. Gutes? Gutes? Nein. Machen wir den Raum kurz. Boss war schwer, ich nehme machen, weil ich als erstes nicht so viel Zeit verplempern möchte. Oh! Hat sich gelohnt sogar der Raum. Und weil es sich ehrlich gesagt auch nicht lohnt. Höchstens wenn man so ein Item wie dieses, was den ganzen Raum, wie heißt das? Toxic Shock, wenn man das bekommen würde, weil da würde jeder Raum instant geklärt sein. Für das Item würde es sich vielleicht der Boss Rush lohnen, aber für ein anderes nicht. Aber, also auf jeden Fall ist es ein Boss Rush Pool, aber das Item kann man nur durch den Boss Rush bekommen, weil. Lol, was, wieso, was hat mich jetzt getroffen? Alter, der Raum ist assig. Aha. Gut. Also. Es ist eigentlich nur im Goldraumpool, glaube ich, vorhanden, das Item. Also kann man das eigentlich gar nicht so einfach bekommen. Höchstens durch einen Boss Rush. Oder in der Chest-Ebene durch eine Kiste. Ist schon relativ intelligent gemacht, dass man hier keine Itemräume reingesetzt hat. Da gibt es nämlich wahrscheinlich viel zu viele Items, die die Challenge einfach nur komplett zerstören. Ach du Kacke! Weg! Oh. Kann der auch noch bitte sterben durch die Träne? Bitte, bitte. Ja! Hey, dieser. Achso, der ist in die Stacheln reingerast, der Junge da oben. So, jetzt einfach nur concentrated spielen. Es kann sein, dass wir ein paar Mal bei Mom oder so sterben. Also, Mom vielleicht nicht, aber bei Moms Hort. Das kann passieren, weil wir haben noch ein halbes Leben. Wir kriegen vielleicht bis dahin neue Leben, aber ich habe das Problem, dass ich in der Womb-Ebene die ganzen blauen Steine nicht erkenne, weil ich keine Ahnung habe, wie man das sehen soll. Keine Ahnung, das war schon immer so. Ich dachte am Anfang hat dieser Wolverus, das ist so ein Isaac-Stream mal gesagt, da habe ich den noch geguckt am ganz am Anfang. Ich gucke den jetzt immer noch, aber da hatte ich Isaac dann nicht persönlich selber so auch gespielt. Da hat er gesagt, dass man die Steine gar nicht sehen kann mehr in der Womb-Ebene. Holly LP kann die sehen angeblich. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wahrscheinlich wird es schon stimmen, wenn er die übersprengt. Ja, wird ja wohl kaum lügen mit den scheiß Steinen. Ja, ich kann die sehen, ja, könnt ihr nicht sehen. Ach, jetzt bin ich in den Creep reingegangen, scheiße. Dann wieder ein rotes Herz, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. So ein halbes blaues zu haben. Ich verstehe die Spinnen nicht. Manchmal hinterlassen die so eine rote Spur, manchmal nicht. Komplett random der Mist. Ach du Kacke. Komm her. So, gut. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Wir bräuchten jetzt entweder mal wieder ein rotes Herz. Ich will jetzt nämlich nicht so viele Leben hier schon unbedingt. Ist der Raum jetzt geklärt? Bitte sag ja. Komm, ein blaues. Sie. Dort, das ist ein neues Item. Ah, vielleicht kriegen wir es. Nein. Das möchte ich aber haben. Das ist ein neues Item, da weiß ich nicht, wie es macht. Das schaltet man frei, wenn man Apolia, also dem neuen Charakter, Mom's Heart besiegt. Ach, na gut, ne, ich hole mir es nicht. Es ist egal. Ich will jetzt auch schnell durchkommen. Es wird wahrscheinlich auch nur springen für uns so direkt. Nehme ich mal schnell an. So, wir brauchen das. Gucken mal rein in Boss Rush, aber dort wird es nicht sein. Serpent Kiss. Aua. Nee. Also das Giftschaden, der Giftschaden wäre jetzt gut, aber wir haben ja so wenig Tiers, wir schießen ja immer nur eine Träne alle 3 Minuten, deswegen lohnt sich das wahrscheinlich nicht, das mitzunehmen. So, mal hier rein. Hat sich gelohnt. Wir haben nämlich keine Bomben. So, da geben wir noch ein blaues Herz durch den, weil es so eine Superform war. Komm. Habt das gesehen? Vor dem ist es jetzt wieder abgeprallt an dem Enklen. Ach, das ist ja ein normaler Raum, kommen drei. Waves. So, jetzt liegen hier ein Haufen rote Herzen rum, die ich nicht nehmen kann. Komm her. Komm her. Los. Wenn wir jetzt die Spritze kriegen würden, würde ich sogar mitnehmen. Die rote, weil die, wenn man da einen Gegner reinläuft, können wir richtig viele schwarze Herzen generieren. Und die Spun-Transformation. Okay. Okay. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Gegner kriegen. Hier ist ein Geheimraum. Wenn wir jetzt einen Gegner bekommen. Zum Beispiel diesen einen, der so viele Kleine spawnt. Oder. Fällt gerade keiner ein wie die Häsen. Also mir fällt schon welche ein, aber ich weiß gerade nicht wie die Häsen. Wenn wir so einen bekommen, dann renne ich einfach rein und mache die alle fertig, weil da kriegen wir richtig viele.
Herzenschwarze durch das Gift. Das wird richtig gut. Das ist das einzige Problem. Ja, hier hätte man auch reinrennen können, aber. Nee. Lieber nicht. Jetzt haben wir schon so viel Range, dass wir sogar zwei gleichzeitig im Raum haben können. Ach, das hätten wir jetzt ausnutzen können, die Situation habe ich auch nie gemacht, leider. The Lovers bringt uns eigentlich nichts, weil wir nicht mehr rote Herzcontainer haben. Hm, schade. So, wir gucken mal weiter hier. Oh, da schießt er noch ein. Renn rein, renn rein, renn rein. Ja, und das ist das Problem. Wenn die langsam fliegen würde, können wir den gezielt reinsteuern. So nicht. So, was haben wir hier? Argalas Destruction. Hätten wir jetzt einen besseren Raum für aussuchen können. Oh, keine Lust. So, tot. Ach, wie schnell die schon fliegt, die scheiß Träne. Oh ne, das war jetzt nicht so gut, hier reinzugehen. Komm, tot. Ja. Bitte. Ja! Helf ab! Warte, wir haben das. Genau. Der Junge sollte auch relativ schnell tot sein. Okay. Ach ne, es bringt uns eh nichts, das Item. Der Junge sollte auch relativ... Ja, der kann nämlich jetzt auch über Kreuz schießen. Der ist richtig OP geworden. Oh! Bitte sag, dass das was bringt. Ja! Ja, die wird größer, eindeutig. Ja! Ja! Easy! Scheiß Kohle, Mann! Lol, Alter. Guckt euch mal an, wie riesig die wird. Die wird auf jeden Fall größer, das sieht man. Das haben sie vergessen, dass das Item OP ist. Das haben sie jetzt vergessen. Weil wir so viel Range haben, bleibt die auch richtig lange. Das war Help ab. Ja. Oh, das ist jetzt gut, du. Ich bin noch bedeutend besser gewesen als in meinem ersten Isaac-Stream jetzt vor ein paar Tagen. Da war ich nicht ganz so gut. Da haben wir auch nicht geschafft. So, ich lege hier mal zwei Bomben. Zu gucken. Ich bin gerade froh, dass die ganzen Steam-Dinger nicht angezeigt werden, weil andauernd jemand online kommt. Brauche ich jetzt nicht. Oh, das brauche ich. So, komm. Genau, oh, schön. Oh, das, ah, die Challenge muss man schon sagen, die ist relativ einfach. Dape Tape, was kann denn das? Das kenne ich nicht. Ach, die können wir auch vergiften durch Berührung. Ja, das müssen wir uns merken. So, die schwarzen Fliegen können wir immer vergiften durch Berührung. Und fertig machen. Die sollten wir nicht durch die Tränen töten, weil da kriegen wir keine schwarzen Herzen raus. Okay, so, weiter. Komm. Ja! Oh. So, oh Mann, ey. Komm! Oh ne, nicht solche Mann. Oh, ja, gut. Ich bin der Motherfucker of the Earth. Jetzt machen wir den Young. Ah, wir haben Chariot, wenn alles in die Hose geht. Komm. Nicht? Muss ich den erst töten, oder? Gut, die kriegt jetzt aber richtig viel Schaden dadurch. Komm, noch einmal. Noch einmal. Ich hab gesagt, nochmal. Seid ihr uns ein blaues Herz gegeben. So. Oh. Jetzt aufpassen. Das wird jetzt richtig ekelhaft. Hier bin ich glaube schon mal gestorben auf der Ebene in der Challenge. Oh, Uja-Bot. Brauchen wir das überhaupt? Ich glaube, das war jetzt richtig dumm, das mitzunehmen. Also, beziehungsweise, das bringt uns nichts. Ja, in den will ich reinrennen. Bitte. Wieso hatten das mir kein schwarzes Herz? Mann. Das Gift macht doch nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Und dann flogen noch die dämlichen Tränen hier rum. Und das Buch bringt uns nichts, oder? Nein, macht keinen Damage ab. Kann man ja dort am Rand sehen. So, jetzt bitte. Komm. Wir müssen nur Isaac schaffen und Isaac wird es gar nicht so schwer. Komm. Komm. Ja. So, das sind nämlich die ganz mit schlimmsten. Das ist Bad Trip. Das können wir mitnehmen, wenn wir noch ein Leben haben, wird das zur Full Health Pille. Weil die Pilleneffekte, die dürfen einen niemals töten. So, warte mal, da mache ich mal kurz. Droppt ein schwarzes jetzt, Mann. So ein Betrug ist das aber auch. So was Bescheuertes. Komm. Wieso darf ich denn hier nicht so ein cooles, ganz cooles sein? Hä, was war denn das jetzt für eine Scheiße?
Komm, 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 komm. Ja. Gut, das war jetzt Betrug. Was ist denn das bitte für ein Raum? Der ist neu. Komm, noch ein Herz. Schade. Das war ein sehr guter Raum, du. Also der hat mir jetzt richtig geholfen. Geholfen. So, los jetzt. Nicht so lange jetzt hier stacken. Och, nee. Das ist ein richtig böser Boss. Aber unsere Träne sieht jetzt wieder schön klar und blau aus. Und nicht mehr so schwarz durch die scheiß Lamp of Coal. So, dort haben wir noch ein halbes Herz. Das ist gut, weil wir dann den Polaroid-Effekt auslösen, wenn wir noch ein halbes haben. Falls wir solo droppen sollten, ich denke mal eher nicht. Komm. Ach du grüne Neune. Ach du Scheiße. Ach, die. Was? Wieso was? Was ist denn dort passiert? Wieso können die meine Träne hier verlangsamen? Seid ihr Betrüger? Aber komm. Tot. Fertsch. Hier, das ist auch ein Betrugmaster hier. Kannst jetzt mal sterben, bitte. Danke. Lol. Das ist jetzt alles komplett einfach, weil der Boss überhaupt gar kein Leben hat. Jetzt kommen wir her, meine Schöne. Genau. Die Spinnen, die sich eigentlich zerteilen, die werden auch sofort gewonnen, schottet. Oh Gott, das sind schlimme. Das sind die schlimmsten mit. Weil die so schnell sind. Die Träne ist zwar auch schnell, so wie das halt aus. Die Träne ist zwar auch schnell, aber nicht annähernd so schnell wie die. Und dann fliegen die nicht so schön rein. Ach, die sind auch scheiße, weil die verschwinden. Gut, geschafft. Easy. Jetzt müssen wir nur noch Isaac besiegen. Das wird jetzt nicht so schwer sein. Und dann das Blue Baby. Das Blue Baby ist aber einfacher als Isaac. Ganz ehrlich. Vor allen Dingen, wenn man bei Isaac dann abwarten muss. Und beim Blue Baby kann man einfach drauf zimmern. Und das macht dann zwar solche Schutzfliegen um sich herum drum, aber die geht's ja, die geht, das geht ja eh durch wie Butter, das Scheißding hier, die dämliche Träne. Von dem kriegt man auch nochmal ein blaues Herz. Weil das so eine super Form ist. Genau. Jetzt haben wir genug blaue Herzen für die nächste Ebene. Und wir haben ja auch noch 9 Lives. Also das sollten wir easy gewonnen haben, die Pong Challenge. Komm. Ja, und das ist eben das Problem an Isaac. Der macht jetzt halt das. Und das ist eben das Problem. Da können wir den halt übel lange nicht angreifen. Doch, wir haben besiegt. Easy. Das Eternal Heart nehme ich noch mit, damit ich noch eins mehr habe. Perfekt. Komm, jetzt schaffen wir's. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist egal. Und das ist scheiße. Komm. Ach, hey, das waren 2 auf einem Punkt. Was ist denn das für ein Betrug gewesen? Ich sehe doch jetzt eh die Karte. Ich kann noch super weit gehen. Ja, vielleicht ist hier sogar die Superform von denen. Da kommt dann auch nicht, da kommt dann nicht Dengel raus. Da kommen dann 2 solche schwarzen Kackehaufen raus. Das ist übelst komisch. Wir haben jetzt, also das was ich aufgehalten habe, das Cancer, wo ich mich gefreut habe, das bringt, dass wir erstmal einen Haufen blaue Herzen dazu kriegen und dass, wenn wir einmal getroffen werden, den Polar, den Wave-Effekt bekommen. Das heißt, dass wir noch ein halbes Herzschaden bekommen ab der Womb-Ebene. Also hier auch. Weil das ja schon nach der Womb-Ebene ist. Man kennt ja die allgemeine Mechanik der Womb-Ebene, dass man da ab da ein ganzes Herz statt nur ein halbes bekommt. Ist halt relativ assig. Och, der müsste auch One-Shot sein, komm. Ach, schade. Two-Shot, also es ist zwar One-Shot, aber 2 Treffer von der Träne mehr nicht. Ist der One-Shot? Nein, ist er nicht. Komm, genau. Der noch weg und das wird jetzt richtig scheiße. Ne, hat getroffen. Okay, wir nähern uns dem Ende der Challenge. Dem sicheren Ende. Schade ist auch, dass ich den neuen Boss noch nicht freigeschaltet habe, Delirium. Komm. Ich würde so sagen, das ist mir die einfachste Challenge in Afterbirth Plus. Die andere, April, also es gibt noch eine Challenge, die heißt Ultra Hard. Da kriegt man, glaube ich, keine Herzen gespawnt. Hat in jedem Raum ist jeder Gegner eine Superform. Genau, das ist die Challenge. Eine Challenge, ach du Kacke, nicht Blow, das ist mein Lieblingsboss. Die April's Full Challenge, da hat man, kriegt man komplett random Items, also man geht in den Itemraum, sieht ein Item. Und bekommt dann aber immer ein anderes. Und das Item wird immer neu generiert. Also wenn man reingeht in den Raum wieder raus, dann kriegt man, sieht man ein neues. Aber es wird dann wahrscheinlich immer dasselbe sein, nehme ich mal an. Was man bekommt. Also man bekommt nicht, dass man sieht. Alle Space Items haben andere Effekte. Also immer einen anderen Effekt als ihr möglicher. Also es ist random generiert. Und
Wenn man zum Beispiel ein Space Item hat, was, also das ist die Challenge hier, wenn man zum Beispiel ein Space Item hat, das keine Aufladung hat wie Pandora's Box oder sowas, dann ist richtig gut. Dann ist richtig gut. Weil dann kann man das immer wieder einsetzen, aber das wird doch dann auch für Royalty Items. Und man kriegt in jeder Ebene jeden Boss deployed von Anfang an. Das ist halt richtig scheiße. Okay, das war's mit meiner Folge Isaac. Die geht nur 25 Minuten, deswegen könnte ich die heute vielleicht sogar noch veröffentlichen. Tschüssi und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.